So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edolum, offiziell zu Let's Play The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3, live auf Twitch am Neujahrsabend, am Neujahrsmorgen mit dem Zwergenfürst. Prof ist auch noch am Voice, der kommt nachher noch mit dazu. Ich bitte um Verzeihung, wenn es draußen ein bisschen böllert und ein bisschen kracht und ein bisschen Lärm macht. Wir haben Silvester, es wird draußen geböllert. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir jetzt live auf Twitch mit einem neuen Livestream-Projekt gleich ins neue Jahr starten. Direkt rein als allererstes. Noch bevor das Jahr überhaupt richtig losgegangen hat, starten wir schon mit einem neuen Projekt ins neue Jahr. Wir streamen live auf Twitch The Witcher Nummer 3. Habe ich von Prof zu Weihnachten geschenkt bekommen. Kann man mal gerade mal sagen. Dankeschön an ihn hier. Mit DLCs dazu, die Game of the Year Edition. Starten wir mal rein ins neue Spiel. Spielen wir The Witcher 3. Neues Spiel. Auf geht's. Von vorne natürlich. Einfach nur die Geschichte, das Schwert und die Geschichte. Blut, Schweiß und Tränen. Todesmarsch. Du möchtest die Reise durch die Welt genießen?
Du schätzt eine kleine Herausforderung, du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler, du bist wahrhaft verrückt und stolz drauf. Also ich bin ja eher, können wir uns drum streiten, aber ich bin ja eher der Typ, der, gerade wenn ich es zum ersten Mal spiele, einfach nur die Geschichte. Ich weiß nicht, ob das bei Witcher irgendwie, ob das eine Nachteile bringt, aber es ist halt eine kleine Herausforderung. Ich denke mal, ich muss einfach mal die leichteste Sache nehmen, weil ich werde sonst einfach, es ist, wir haben es gesehen in The Witcher 1, das ist halt einfach, dass an der Bestie gestorben bin, das ist halt einfach, ich kann halt einfach keine Games, das ist halt, müssen wir einfach, wir nehmen einfach und nur die Geschichte, wenn nicht, dann müssen wir es, können wir vielleicht neu starten oder können wir es noch ändern, weiß ich nicht. Ich nehme standardmäßig aus dem Gefühl heraus, weil ich weiß, ich kann es einfach nicht, nehme ich einfach nur den leichtesten Tutorials, ja. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit bewirke. Das ist, sag mal aus. Kermor, Festung der Hexer.
Die Zwischensequenzen in The Witcher sind immer. Ja. Unendlich, die scheinen unendlich. Oh. Das ist ein Viech. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Ein Krampfig. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Und Touchbann. Rede ich nicht um, sonst habe ich ein ernsthaftes Problem. Aha. Du kannst die Animation im Spielmenü aktivieren. Auf jeden. Animationen im Spielmenü aktivieren. Willkommen beim Tutorial. Ja, das brauche ich dringend. Das Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Nachrichten werden im Dossier gespeichert, dem du ferner ausführliche Informationen zu Geschichten der Welt und zu Spielmechaniken findest. Tutorial nachher kannst du Optionen zum Menü deaktivieren. Sehr schön. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt den aktuellen Standort und die Umgebung. Unter den Minikarte findest du Liste von Zielen deiner aktiven Quests. Ich habe schon Witcher gespielt. Die erste habe ich schon gespielt. Ich habe auch schon Videospiele gespielt. Also ihr müsst mir WASD nicht mehr erklären. Aber ja. Im Kampf hätte ich gern ein bisschen Tutorial. Charaktereintrag Jennifer. Okay. Der Topf hier hat was Hexerisches. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Das Wetter bricht es auch oben rechts. Okay, haben wir eine Truhe irgendwo. Können wir noch umgucken. Nichts Hexerisches in der Nähe. Kann mit dem Feuer interagieren. Ja. Kann ich mich wieder baden legen? Verzeihung. Genossen hat der Genosse. Hier ist was zum Untersuchen. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Die Kerzen ausmachen.
Da ist was zu interagieren. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Es ist Tag, macht das Licht aus. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ja, ich weiß, wie man Dialogoption anklickt. Ich bin Point-and-Click-Spieler, ich spiele von Deadlick Entertainment. Ich hab gefühlt schon alle Point-and-Clicks gespielt. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Ja, glaube ich nicht. Trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Oh, Romantiker. Jo. Wie ich Spiele kenne, wird das hier abrupt enden. Wir werden zum Training gehen und dann passiert was Schlimmes und zack, 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 wir werden sie nie wieder sehen. Aha. Türen. Oh, wir können runtergehen. Okay, sprinten können wir noch nicht. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Mhm. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Ein Auszubildender. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Tja, schlecht. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Das Schwert nicht fallen lassen. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam.
Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich muss auch üben. Ich brauche das Tutorial auch. Wenn du fällst, vielleicht. Springen, sprinten, okay. Ja, so nicht. Alles klar. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Herunterfallen, ich weiß, was Feuerschaden ist. Ich habe Minecraft gespielt. Das ist Feuerschaden. Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Haha. Ich guck mich nur ein bisschen um. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Ein kleiner Sprint. Hier wird gleich was Schlimmes passieren. Das muss doch so. Ich denke, wir haben es abgehängt. Wir sind unten lang, oder? Yep. Wesemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Lenk mich. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hm, du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ich brauche wahrscheinlich die Grundlagen.
Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Man muss auch als Meister, Hexer, die Grundlagen wiederholen. Zieh das Schwert, Geralt. Kampf. Gerüstete Ritter mit tierischer Erscheinungen. Knochenknackende Riesen, Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind die Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten in der Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchzusetzen. Okay, drücke 1, um das Stahlschwert zu ziehen. Drücke Y, um dein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Schnelle Hiebe. Du wirst es nie lernen. Umschalten links. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. WASD oder. Und drücke dann Alt. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Los, auf sie! Ah, und Leertaste. Abrollen und die Leertaste. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Kämpfe gegen eine dumme Attraktion. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterrichten ein. Konter! Und Gegenangriff. Und. Das war nicht gut. Und. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Cool. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Aha, Quen schützt dich vor Schaden. Bestimmten kritischen Effekten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Cool. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt. Na los! Art. Schätze mal. Siehst du das, Ciri? Cool. Ja, natürlich. Art mit Cool. Oh, shit. Zeit für Axi. Fluch, ich hasse dieses Gefühl. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Und derzeit kann man angreifen. Ja, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Und irren. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich.
Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Wenn wird die Explosion dämpfen. Eine Bombe. Na dann. Ui, jetzt müssen wir das im Kampf alles ausprobieren. Ich bin noch nicht reif. Hast du genug? Aha, okay. Okay, zu gut. Und Ziele. Oha, Bewegungsstörung. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber, na toll. Okay, mit C kann ich das Schwert wieder einstecken. Ey! Ich habe das Schwert gerade eingesteckt.